Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast von und mit Juli Karls, MLB-Rookie, Beerboing, Mischka-RPG und der Koali. Thema heute: Meerimmersion, der zweite Teil. Es sprechen MLB-Rookie, Mischka-RPG, der Koali und als Gast Marot. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neulich in Aventurien. Heute mit dem zweiten Teil von Immersion. Wo uns der zweite Teil hinführt, wissen wir nicht ganz genau. Aber das Thema war so breit und so komplex das letzte Mal, dass wir am Ende der letzten Folge beschlossen haben, da muss ein zweiter Teil her. Und heute mit einer leicht anderen Besetzung im zweiten Teil wieder als Gast der gute Marot. Hallihallo. Ansonsten der Koali. Huhu. Und der MLB-Rookie. Grüße. Ja, und ich, der Mischka, versuche heute mal ein bisschen den Faden zu führen. Mal gucken, ob das so gelingt. Vielleicht nochmal als kurzes Recap zum letzten Mal. Wir hatten über die Immersionsformen im Rollenspiel gesprochen. Unter anderem Immersion into Activity, wo es darum ging, dass die Immersion durch Bewegungsabläufe oder motorische Handlungen kreiert wird. Immersion into Game, wo die Immersion durch eine Art von Aufgabenbewältigung und Mechaniken entsteht. Die Immersion into Environment, wo das Eintauchen in die Spielwelt oder eine räumliche Verordnung in der fiktiven Welt besonders wichtig ist. Immersion into Narrative, also Immersion in die Geschichte oder der Geschichte, der Sandbox oder der Welt, in der ihr gerade spielt. Immersion into Character, das heißt, was der Charakter für euch an Immersion bringt, das nennt man dann Bleeding. Und Immersion into Community, also Interaktion mit anderen, die für euch die Immersion erzeugt. Hat denn jemand von euch ein Beispiel, wo er sagt, ja, das habe ich so schon mal in einer Spielrunde umgesetzt, oder beziehungsweise wollen wir die jetzt nacheinander ansprechen, wollen wir was wild machen, wie euch es gerade in den Bauch kommt? Also ich würde gerne noch mal kurz was sagen, das sind ja letztlich nur Theorien, ne? Also es ist ja so ein wissenschaftlicher Artikel, wo ich das letztlich her habe, der diese sechs Grundthemen, also diese Grundherkünfte, wie Immersion entsteht, zusammenfasst, auch aus dem Computerspiel raus. In der Praxis vermischen die sich. Ja, und deswegen, die wirklich auseinanderdröseln, wird, glaube ich, sowieso nicht funktionieren, sondern das sind einfach nur die Grundlagen. Und was ich ganz spannend fände, wäre wirklich die Frage jetzt, sich zu fragen, okay, wie erzeugen wir denn jetzt wirklich praktisch Immersion? Ja, ich würde vielleicht nur noch heute noch irgendwie ein bisschen drauf eingehen wollen, daran anschließend, wie ich Immersionen irgendwie erzeuge, welche Mittel halt auch in Online- und dem Tischrollenspiel unterschiedlich wirken und überhaupt vorhanden sind, weil das sind ja nun die Rollenspielarten, die wir für unser Hobby hier am häufigsten zelebrieren, denke ich mal. Ja, da fällt mir, wenn mir jemand sagt, Immersion im Rollenspiel, fällt mir immer so ein epischer Satz, der bei mir im Kopf hängen geblieben ist, von dem guten Affendämon zu ein, der sagte, na klar, Cthulhu muss mit Rollladen unten und Kerzenlicht, ansonsten ist es kein Cthulhu. Also das war Sarkasmus von ihm, er hatte das genau nicht als Immersion empfunden. Mein erstes Mal Cthulhu war tatsächlich genauso, also es war abends, jetzt nicht Rolle runter, es war sowieso dunkel, mit schlechter Beleuchtung und ich kann Horror nicht so besonders gut, also da ging mir ganz schön die Pumpe, da musste der Spielleiter nicht mehr so viel mit dazu machen. War zwar da auch noch ziemlich gut drin, also da bin ich mehr als einmal aufgestanden und rausgegangen, weil mir die Immersion zu dicht war. Woran hat das denn gelegen? Was hatte ich denn, also hatte ich die Dunkelheit da jetzt reingezogen? Hatte ich die also was hat das Herzpumpen denn ausgelöst? Das nur ist der Horror oder? Frage. Wahrscheinlich, weil man es, damals war ich noch relativ Rollenspiel Neuling, also das Neuling ist gar nicht wahr, ich habe schon 5 Jahre gespielt, es aber noch, ich den Horror zu stark an diese Jumpscare-Momente aus Hollywood-Filmen gebunden habe, die bei mir halt unglaublich Bluthochdruck auslösen und ich wahrscheinlich diesen langsamen Horror, der Cthulhu ja eigentlich ist, nicht zugelassen habe. Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt im Nachhinein, ist auch jetzt schon 25 Jahre her, kann ich nicht mehr so 100% rekonstruieren. Ich weiß nur, ja, bis heute noch, weil genauso das erste Mal Call of Koala geguckt habe, musste ich auch oft stoppen. Das war meine zweite Berührung dann meines Lebens mit Cthulhu. Das war mir einfach zu heftig. Aber es ist halt auch einfach diese Jump, diese Scare-Immersion,
habe ich lange gebraucht, bis ich mich überhaupt damit zurechtfand. Also es gibt auch Arten von Emotionen von Menschen, die will der Mensch offensichtlich nicht. Ja, da hatten wir letztes Mal ja auch schon drüber geredet, dass es halt irgendwie ja auch Sicherheitsmechaniken braucht, wenn man in bestimmte Immersionsformen hineingeht, weil nicht alle gleich auf die gleichen Sachen reagieren. Also das könnte man auch, kann man auch gut nochmal wiederholen, ja. Also ich glaube, das ist fast so die, ja, die Basis, kann man sagen, der Immersionserzeugung Licht-Dunkel. Ich denke, das hat jeder schon mal kennengelernt. Das kann man ganz gut steuern. Oder man, beziehungsweise den Kontrast merkt man, glaube ich, ziemlich stark, wenn man sozusagen eine schummrige, gruselige Nachtszene irgendwie spielen will und draußen ist helllichter Tag. Oder wo ich das auch immer stark merke, ich bleibe jetzt mal in Aventurien, man will im Bornland spielen oder eben im heißen Süden und es ist gerade klirrende Kälte in Deutschland. Ich glaube, das sind so Momente, wo auch ohne starke Reflexion, jetzt theoretische Reflexion dieses Modells, einem schnell klar wird, dass es wichtig ist, dass man irgendwie Atmosphäre erzeugt, für Immersion sorgt, um ja, die Rollenspielerfahrung irgendwie schöner zu gestalten. Also ich kann mich auch an einen Moment erinnern, wo ein irgendwie ein T-Shirt abgefackelt ist, weil wir es auf die Lampe gelegt haben und dann so in der Szene drin waren, dass wir es erst dann gemerkt haben, als es gekokelt hat. Oder ich kann mich auch, ich weiß nicht, hatte ich glaube ich schon mal angesprochen, an eine in meinen frühen Rollenspieljahren eine Abenteuer, Die Tage des Namenlosen, so heißt es, glaube ich, aus DSA 2 oder so, wo man in den namenlosen Tagen irgendwie außerhalb der Zivilisation gerät und es hat einfach gut gepasst, dass wir es abends oder nachts gespielt haben. Es war dunkel und man musste gar nicht die Rollladen runter machen. Es war einfach düster und es kam einfach viel besser rüber. Also einfache Steuerungselemente für Licht, für Dunkelheit sorgen, ist, glaube ich, recht praktikabel. Ich würde es vielleicht mal auf eine allgemeinere Schiene hieven, weil wir befassen uns hier ein bisschen viel mit diesem Horror-Aspekt und so. Und nachher entsteht dann irgendwie der Eindruck, dass das unbedingt die Art von Rollenspiel ist, die Immersion nur hat oder keine Ahnung was hat. Ne? Also bei Horror ist es halt immer so eine Sache, weil wenn man einen Horror empfinden möchte, braucht man einen gewissen Grad von Immersion, sonst funktioniert das nicht. Ich denke, da kann man über die Spielmechanik auch, also es gibt Horrorrollenspiele, die es auch über die Mechanik irgendwie auslösen können. So ein Herzpumpen, was der Mischka gemacht hat. Aber normalerweise macht die Mechanik relativ wenig, glaube ich, bei einem Horrorrollenspiel. Da machen andere Elemente ein bisschen mehr. Deswegen ein bisschen allgemeiner, aber da kann man ja schon viel rausnehmen, was der MLB-Rookie gesagt hat. Ne? Äußere oder halt haptische oder optische oder akustische Rahmenbedingungen, die man für das Rollenspiel schafft. Ja, der Begriff ist schon gefallen. Er hat ihn nämlich auch schon genannt, den ich hier sehr wichtig fände, Atmosphäre. Ne? Also das wäre ein Begriff, der aus meiner Sicht jetzt Immersion massiv trägt. Da gibt es noch andere aus meiner Sicht, aber Atmosphäre. Und das kann ja genau das sein. Musik, Soundeffekte, Temperaturen. Also ich finde diesen Hinweis super wichtig. Im Winter ist es schwerer, sich in den Sommer reinzuversetzen, wie im Sommer schwerer ist, sich in den Winter reinzusetzen. Hell, dunkel ebenfalls. Und da gibt es ganz viele Tricks, die man da auch anwenden kann. Online wie offline, das war ja vorhin der Wunsch, das ein bisschen zu unterscheiden. Kurzes Beispiel, wie offline Atmosphäre geschaffen werden kann, das Rollenspiel 10 Candles. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, wo der ganze Raum abgedunkelt wird und es sind nur 10 Kerzen an. Und das erzeugt alleine schon so eine unglaubliche Energie, dass alle schon automatisch drin sind. Ja. Wäre so ein Beispiel für die Spielmechanik, die dann auch dazu. Ja, wo eine Spielmechanik die Atmosphäre miterzeugt, auf jeden Aber Fall. Bei Dread ist es zum Beispiel auch so, ne, irgendwie, dass da die Spielmechanik auch ein bisschen eingreift, ja. Ich würde da vielleicht auch irgendwie, es gibt ja für uns Rollenspieler halt auch so diese klassische Rollenspielaufmachung. Ich glaube, die trägt auch viel zum Wohlfühlaspekt und zur Atmosphäre an so einem Rollenspieltisch bei. Das sieht ja bei jedem ein bisschen anders aus. Man spielt nicht an einem schmucklosen Tisch, sondern es ist halt irgendwie schon irgendwie, der Tisch ist halt irgendwie schon speziell gestaltet, wie auch immer. Manche haben da ein bisschen mehr, manche haben weniger. Kerzen stehen auf dem Tisch oder irgendwo in der Nähe. Irgendwie die Beleuchtung ist halt meistens auch irgendwie angepasst.
angepasst, wenn es denn dann geht. Es gibt Leute, die spielen mit Teilen von Gewandungen oder so oder haben spezielle Riten, die sie nach denen sie nachgehen, dass man zusammen erstmal kocht oder irgendwie so oder eine Pizza bestellt oder irgendwie sowas macht. Und ich glaube, das trägt auch ganz viel zur zwischenmenschlichen Atmosphäre bei, die halt auch dafür notwendig ist, dass man sich auf das Spiel einlässt. Es gibt ja ganz viel in der Persönlichkeitsbildungstheorie, dass du, wenn du dich nach Ritualen ausrichtest, also der Klassiker, ich trinke morgens immer eine bestimmte Sorte Tee, bevor ich laufen gehe. Irgendwann entweder brauche ich diesen Tee vorm Laufen gehen, beziehungsweise sobald ich diesen Tee trinke, habe ich den Drang, laufen zu gehen. Wenn du so Rituale aufbauen willst. Und genauso ist es halt auch klar, wenn man jetzt von der Arbeit gerade gehetzt kommt, will aber in dieses Rollenspiel-Feeling rein. Es ist sehr, sehr gut, das über Rituale in der Gruppe zu machen. Nicht unbedingt, wer sucht jetzt welche Pizza aus, sondern dass man wirklich so irgendwas hat. Darf ich noch einmal da einhaken bei der Atmosphäre? Also wir haben jetzt, oder das Bild, glaube ich, was Koali erzeugt hat, kennt, denke ich, jeder, dass man sich tendenziell ist das meistens so ein Spielabend, der so am frühen Abend oder so beginnt. Man trifft sich irgendwo in irgendeiner Men's Cave oder an irgendeinem so leicht ausgestalteten Raum. Ich finde es aber auch ganz interessant, bei manchen Spielrunden, also je nachdem, welche, ja, wo sozusagen der Schwerpunkt jetzt bei der Session liegen soll, kann man, glaube ich, auch ein Kontrastprogramm aufziehen. Also ich habe es auch mal gemacht, dass man früher angefangen hat, bei Tageslicht draußen im Garten zum Beispiel. Also ich glaube, man kann vielleicht versuchen, das so ein bisschen drauf anzupassen, was man in einer Spielsession erreichen will. Wenn man jetzt abends in der Taverne anfängt, ist vielleicht so dieses klassische Setting besser. Aber wenn man gerade schon sich mitten im Abenteuer drin ist und man spielt so eine Überlandreise, dann kann es vielleicht auch ganz interessant sein, wenn man wenn man die Option hat, irgendwie in den Garten zu gehen oder so, da anzufangen. Da hat man so Blätter rauschen, man kann den Wind irgendwie so spüren. Kann auch dazu dienen, Atmosphäre zu erzeugen. Oder man hat halt irgendwie so ganz kleine Sachen, die man halt irgendwie noch dabei hat. Zum Beispiel, wenn man, ich nehme jetzt mal die Borberat-Kampagne, wenn man die spielt und man hat das halt schon etabliert, wie die Antagonisten irgendwie welche Farbgebung die haben oder so. Und man weiß irgendwie als Spielleiter, in der nächsten Session treffen die auf einen Antagonisten. Und man gestaltet die Tischdeko so, dass es schwarz und rot dominieren. Dann wissen die Spieler halt unterbewusst, also vielleicht kommen sie an den Tisch und wissen gerade auch gar nicht genau, worum es geht, weil es kann ja auch sehr dezent sein, schwarz und rot irgendwie das so zu so dekorieren. Ne? Aber das wird Wirkung entfalten, glaube ich, wenn das dann im Spiel halt auch kommt. Irgendwie so, genauso kleine Sachen irgendwie, oder ihr kennt das, glaube ich, auch alle, wenn man ein schön gestaltetes Handout bekommt, und das muss auch noch nicht mal schön gestaltet sein, einfach mal kriegt was, das ist halt auch immer irgendwie schön. Ne? Man hat dann irgendwie so das Knistern vom Papier in der Hand und so und kann dann den Brief vorlesen, den der Auftraggeber einem gegeben hat oder sowas. Ja, ich glaube, das ist sehr förderlich. Also ich glaube, es gehört auch zum Standardrepertoire. Es wird man wahrscheinlich in jedem Meisterhandbuch oder sowas finden, wenn es darum geht, der Meister möchte irgendwie Atmosphäre erzeugen, durch seine Sprache, durch seine Beschreibung verschiedene Sinne ansprechen. Glaube ich, das, was wir jetzt schon so angerissen haben, die Visualität, aber auch eben für Haptik zu sorgen. Das hat der Koali gerade gesagt, mit Handouts. Da kann man natürlich mit Gerüchen arbeiten. Ich meine, auch also Kerzenlicht, der erzeugt ja auch einen gewissen Geruch, also einen leichten rauchigen. Also es ist jetzt wie so ein Katalog, ist wie so ein Instrumentenkasten, den wir quasi nur anbieten, wenn Meister dafür oder wenn der Spielleiter daran interessiert ist, besonders für Atmosphäre zu sorgen, dann können wir ja hier nur Angebote unterbreiten. Ich glaube, dann wäre es eben wichtig, dass man an verschiedene Sinne denkt und jetzt nicht alles versucht, über Beschreibungen zu transportieren und dann die Sprache so vollkommen zu überlasten, sondern sich irgendwie so Hilfestellung zu holen. Da sind jetzt zwei wichtige Sachen dran, finde ich. Irgendwie einmal, da muss man jetzt auch unterscheiden, wie man da rangeht. Da hat er das ja gerade schon gesagt. Und diese Sinne bedienen, und dann hast du das gegenübergestellt mit dem nur beschreiben, also in Anführungsstrichen nur beschreiben, ja. Und ich würde behaupten, ich meine, Mischka und Marot können ja vielleicht mal irgendwie aus ihrer Erfahrung ja mal sagen, man kann Sinne auch bedienen, indem man beschreibt.
Kommt drauf an, jetzt in welcher Stimmung du gerade drin bist und wo du hin willst mit der Beschreibung. Aber weil es eben gerade passt als Einwurf von mir, weil persönlich erlebt, wenn ihr Geruchsimmersion aufbauen wollt durch Räucherstäbchen, fragt die Spieler bitte vorher, ob sie es alle vertragen. Da habe ich schon mal ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, ansonsten ein Immersionsthema, wo ich mich schon lange mit beschäftige, weil warum auch immer ich diese Szenen persönlich sehr stark immer nachfühle, sind diese, ich nenne es jetzt mal Anime-Helden-Momente. Was weiß ich, Sailor Moon verwandelt sich gerade, die erste Super Saiyajin-Verwandlung von Son Goku oder jemand zieht sein Zauberschwert, wo ja eigentlich in dem Zuhörer so eine mitreißende Macht baut sich auf Immersion, so ein Heldenmoment oder so ein Entpuppungsmoment, wie ihr es nennen willst, geschehen soll. Was mir dann immer sofort, ob das jetzt im Kino ist, das schaffen Kinofilme erschreckend gut, aber auch viele Rollenspiel, die ich schon gehört habe, aber auch Texte, die ich lese, das ist so ein Gänsehaut-Feeling, so ein Zittern, so ein läuft mir eiskalt den Rücken runter Moment nachempfinden kann. Mag ich persönlich sehr gern, wenn Geschichten so Wandlungen haben, also die typische Heldenreise. Aber wie machst du das denn, wenn jemand, also bleiben wir mal bei He-Man zum Beispiel. Das genau. Das kennen wir jetzt, wir alten Sicker. Das haben gerade neu aufgelegt worden. Weißt du, He-Man? Ne? Obwohl, es gibt da jetzt irgendwie eine neue. Ja, genau. Was machst du denn mit jemandem, der das nicht kennt? Also diese Art von Verwandlung nicht kennt, wie beschreibst du das, dass er aber trotzdem das Feeling dafür kriegt? Würde ich nicht so aus dem Stegreif aus der Hüfte schießen, das würde ich emotional vorbereiten, dass halt die Situation verfahren ist, dass der Held gerade total abgekämpft ist, dass das eigentlich kein Auge-für-Auge, dass es bis die Spieler, so ich merke, die können das Leiden des Helden nachempfinden. Und dann ist halt diese Mechanik der magischen Verwandlung ist halt nochmal der Push, der wirklich nochmal Hoffnung bringt oder der Turn of Tides ist, was es ja meistens auch wirklich ist. Und dann gucke ich halt, wie die Leute drauf reagieren. Da gibt es Leute, die sind wahrscheinlich so abgebrüht und überfrachtet von Videospieleffekten, die sagen, naja, normal, hätte ja auch anders gar nicht laufen können. Dann müssen die halt vorher noch ein bisschen länger leiden. Oh je. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hatte es halt noch nie, dass jemand gesagt hat, das hat mir jetzt überhaupt nicht, kam nicht rüber. Weil genau diese Momente frage ich hinterher. Ja, Maro. Entschuldigung, ich habe mich reingedrängelt, aber weil das Thema für mich, ich finde, hier ist auch was ganz Interessantes zum Thema Immersion. Es ist ja, in dem Fall diese Heldenreise, ist ja keine Reise des Spielleiters alleine, der jetzt den Spielern erzählt, wie sie jetzt in die Immersion kommen, sondern es ist eine Teamarbeit hier. Also es ist ja, wir gemeinsam erzählen, wie die Figur, wie der Charakter jetzt von Koali zum Beispiel, in einem kritischen Moment sich so verwandelt, dass er die Problematik, die für uns alle vielleicht entstanden ist, jetzt lösen kann. Und da ist dann nicht, aus meiner Sicht wäre das so, nicht nur der Spielleiter gefragt, sondern und auch nicht nur der Spieler, um den es geht, sondern um alle. Ja, also alle zusammen erzählen jetzt diese Katharsis im Prinzip, diesen Moment des Wandels. Und gemeinsames Spiel wäre aus meiner Definition hier das, was Immersion erzeugt. Eben, dass wir zusammen diesen Moment des Wandels glaubhaft machen. Weil wenn er lächerlich wird, dann wird es schwer. Also wenn jetzt der Spielleiter sich abkämpft, ja, und jetzt geht's los und du spürst in dir irgendwie, wie ein Feuer in dir zu brennen beginnt und der Spieler meint, ja, ich trinke mal einen Kaffee. Dann sind wir raus. Dann wird es hier nichts mit der Immersion. Ja. Also hier sieht man, glaube ich, sehr gut, gemeinsam. Es ist ein Teamsport. Immersion ist ein Teamsport. Ja, Entschuldigung, ist aber auch wichtig, das auch nochmal generell zu sagen. Alles, was wir jetzt hier an Baukastenklötzchen irgendwie auspacken und euch irgendwie präsentieren, das ist jetzt keine irgendwie, wenn ihr das macht, dann funktioniert das. Das ist irgendwie, das braucht ein Zusammenspiel von allen. Ja. Genau, sind Angebote. Ich wollte eigentlich die Rolle des sozusagen Immersionsbeauftragten, wie wir ihn auch ganz gerne mal nennen, nicht dem Meister oder dem Spielleiter zuschieben. Also ich bin vollkommen bei euch, bei dir, dass das nur in der gemeinsamen Interaktion geschehen kann. Mein Punkt ist eher, ich sehe es genauso wie du, Quali, dass man das alles theoretisch mit Sprache schaffen kann, aber es ist halt super anspruchsvoll. Also zumindest ist meine Erfahrung, ja, man muss schon richtig, also ich bin der Meinung, dass man schon sehr gut sprechen können muss, rhetorische Fähigkeiten mitbringen
können muss, auch artikuliert sprechen können muss, um das alles mit der Sprache zu schaffen, meiner Meinung nach zumindest. Ich Und glaube, da sehe ich das eben als Hilfe, da sehe ich das als Hilfsmittel. Ich nehme gerne so viele Hilfsmittel, wie geht, damit ich das sozusagen schaffen kann, ja, damit ich nicht zu sehr meine sprachlichen Fähigkeiten irgendwie belasten muss. das ist ein guter Hinweis, weil wenn ihr genau wisst, ich habe auf der einen oder anderen Ebene habe ich ein Defizit oder so irgendwie, ich kann bestimmte Sachen einfach nicht so, dann könnt ihr das unterstützen, indem ihr andere Bausteine nimmt, die diese Kerbe quasi ein bisschen ausmerzen. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, glaube ich, wenn ihr mit Freunden spielt zusammen am Tisch, dann redet ihr ganz normal, wie ihr sonst unter Freunden redet halt. Ich glaube, da braucht man auch als Immersionsbeauftragter, Spielleiter oder sonst irgendwas keine spezielle Art von Sprache, weil ihr kennt euch untereinander im besten Fall und ihr wisst ganz genau, welche Sprachattitüden ihr untereinander habt und welche Art, ob ihr introvertiert oder extrovertiert seid und so weiter. Man kennt sich ja. Und ich würde einen Tipp rausgeben, alles funktioniert, wenn man das über die Sprache regelt, über Bilder. Und Bilder kann jeder erzeugen in einem, egal wie gut er reden kann. Du weißt ja, wie ein Baum aussieht. Und du kannst dem Spieler, als Spielleiter sagen, da steht ein Baum. Ja, okay, Baum kann sich jeder vorstellen. Und jeder stellt sich einen Baum anders vor, dann sagst du, okay, das ist eine Eiche. Dann steigen die ersten schon aus und sagen, ich weiß nicht, wie eine Eiche aussieht, ja. So, man kann aber auch irgendwie anfangen, man kann, wie riecht der? Irgendwie, was stehst du unter dem Baum? Rieselt von dem oben was runter? Hat der irgendwelche Eicheln dran, die dir auf den Kopf fallen? Ist der dick, dünn? Hat er eine ausgeprägte Rinde? Ist der abgekämpft? Sind da Blätter dran oder keine Blätter dran? Und so weiter. Je mehr du irgendwie an Details gibst, desto mehr hat der Spieler oder dein Gegenüber die Möglichkeit, da rein sich zu finden und du erzeugst halt dieses Bild vor Augen. Und wenn du halt wenig Worte hast und nicht die Fähigkeit hast, gut zu sprechen, kannst du trotzdem sagen, das ist ein Baum und der hat halt bestimmte Eigenschaften, so, die für mich jetzt gerade in der Immersionsszene wichtig sind. Ich glaube, das kann jeder. Kann man sich auch einfach als Toolkit bauen. Also wenn ich jetzt weiß, es ist einmal eins oder die Grundschritte von Autoren sind, habe ich einen Nomen, ein Hauptwort, dem ich stützende Kraft geben will, baue ein Adjektiv davor. Also der mächtige Baum, der knorrige Baum, der keine Ahnung, grüne Baum. Das sind halt ganz andere Bilder, die sich sofort stellen. Und wenn ich jetzt sage, aber das Adjektiv fällt mir nicht ein, ja, dann schreibt ihr eine Liste von Adjektiven, dunkle Stimmung, helle Stimmung, mächtige Stimmung, Und verliebte Stimmung irgendwo hin wenn ihr, und wenn legt ihr die auf den das Tisch. nicht, wenn ihr das auch nicht hinkriegen sollt, kann ja sein, ne? Irgendwie seid nervös oder so oder wisst nicht genau, dann kann man mit einem weiteren Trick arbeiten und kann mit Vergleichen arbeiten. Zum Beispiel, ich habe ein super Problem damit, Abstände einzuschätzen. Ich kann die auch nicht beschreiben richtig. Also das merkt man, wenn man meine Rollenspielrunden hört, ne? So, aber was ich dann, zu welchem Trick ich dann greife, ich nehme Vergleiche aus der Welt irgendwie, ne? Wie nimmt der Charakter oder dem ich das gerade beschreibe, wie nimmt er den Abstand zwischen sich und dem Objekt wahr, was ich beschreiben will? Dann muss ich keine Meta-Anzeigen oder so schildern, sondern ich setze ein Bild, was ihm bekannt ist. Also ein typisches Bild wäre irgendwie, jeder kennt einen 5 Meter Springturm im Freibad. Und kann sich das vorstellen, wie das wirkt. So, und wenn ich jetzt irgendwie jemanden beschreibe, du stehst vor einem Haus, das ist ungefähr so groß wie ein 5 Meter Springturm, also wie der Springturm im Freibad, ne? Irgendwie, dann hat der, okay, kann er abschätzen, wie hoch dieses Haus ist. Wenn du jetzt irgendwie sagst, das ist halt 5 Meter hoch und jemand wie ich, der Größen schlecht einschätzen kann, der steht dann da, ja, okay, was ist denn jetzt 5 Meter? Aber mit dem Springturm könnte ich was anfangen. Also von daher. Offene Frage in die Runde, da wir mal in Aventurien jetzt einfach beispielhaft. Meta und Springbrett. Fördert das jetzt die Immersion oder unterbricht das die Immersion? Super Frage. Würde sie für mich Also unterbrechen. für mich, da bin ich vielleicht super konservativ und traditionalistisch und nicht auf der sozusagen auf dem neuesten Stand, was Immersion anbelangt. Aber ich würde mich eher vor solchen Formulierungen scheuen, weil für mich eher mich irgendwie aus dem Spiel rausziehen. Kannst die anpassen.
Kannst du auch sagen, Ja, klar, also so wir hoch wie alle. ein Drache oder so hoch Ja, wie. Was weiß ich. genau, entweder das Ja, oder ja, groß wie ein Oger oder wir ja. alle kennen den knorrigen Baum, der vor der, den großen knorrigen Baum, der vor der Taverne steht. Der ist Ja, ein okay. Stück größer als die Taverne selber. Und man muss da gar keine großen Meterangaben machen, sondern hat dann, vielleicht denkt er, okay, der eine denkt, es ist 3, der andere 4, aber das ist in dem Moment ja dann auch irrelevant. Nee, da Hauptsache. habe ich mich einfach falsch verstanden. Also ich würde halt vielleicht mich scheuen, aus unserem Real-Life-Kontext Vergleiche zu ziehen und dann eher auf Vergleiche zurückgreifen, die irgendwie in der Spielwelt Da sind. wirkt ja auch jeder anders. Ich kenne auch MitspielerInnen, die ganz allergisch auf bestimmte Wörter reagieren in ihrer Immersion, wenn man zum Beispiel in einem mittelalterlichen Setting einer okay sagt oder so. Ich finde das ein super Hinweis. Weil das ist mein größtes Problem mit der Immersion im Aventurien tatsächlich. Also vor allem, wenn ich spielleite, ich bin ja bekanntermaßen mit Aventurien nicht sehr vertraut. Und ich habe da jetzt öfter, stoße ich daran, dass ich gern was beschreiben will, aber mir fehlen die Kenntnisse und mir fehlen dann teilweise die Wörter, die ich bräuchte, um die Immersion zu halten und muss dann neu deutsche Wörter verwenden, weil mir die Kenntnisse zu Aventurien fehlen. Und das empfinde ich als massiv hemmend. Ja, also wo quasi diese Immersion into Environment, also diese Kenntnis des Environments, die Kenntnis der Welt eigentlich total wichtig wird und auch wieder sprachlich total wichtig wird. Ja. Ja, Schwierig. also ich bin ganz bei dir. Jetzt sind wir, wir stecken im Moment, merke ich gerade in unserer Diskussion, sehr tief in diesem Immersion into Environment. Vielleicht Ja. schauen Hast wir du da ein das die Beispiel? andere Weil Seite man sehen. kann doch in Aventurien meiner Meinung nach alles umschreiben, was man in jeder mittelalterlichen Setting umschreiben könnte. Anreden. Anrede, ja, Ja, hatten okay, wir das ist letztes richtig, ja. Thema. Die Ja. sind sehr speziell, da bin ich gestern Abend wieder drüber gestolpert, ja. Mein Riesenthema. Wie spreche ich jetzt den an und so und Selles? Und das finde ich sehr schwierig. Ja. Also mit Gruß geht der immer 12 und zum Gruße kommst du da überall durch, das ist richtig, aber wenn du jetzt einen Titel brauchst, ja, das ist eine lange Ecke, das stimmt. Aber Aber da kenne ich für auch einen Trick. Also das vielleicht wirkt er nur für mich, weil mir das nicht besonders wichtig ist. Wenn du eine hohe gestellte Persönlichkeit als Spieler in die nicht genau weiß, wie jetzt die Anrede ist, wähle einfach eine, die dir gerade passend vorkommt, egal ob sie jetzt ins Setting passt oder nicht, weil das Gegenüber wird da darauf reagieren. Und es wird vielleicht eine Szene entstehen, wo du, das ist aber nicht die akkurate Anrede für mich, ne? Und schon hast du wieder einen Rollenspielaspekt und du lernst in Time quasi, lernst du das. Das wird dann nicht funktionieren, wenn du einen Charakter spielst, der das eigentlich wissen müsste. Oder Aber Spielleiter wird schwierig. genau, aber ich glaube, im normalen Rollenspiel kann man da auch kurz rausgehen und das klären. Klassischer Fall, glaube ich, für die Frage, ob die Anwendung von Regeln die Immersion brechen. Also bricht jetzt die Etiketteprobe in dieser Situation, bricht die Immersion Absolut. oder nicht? Also normalerweise würde man jetzt sagen, ja, okay, würfe eine Etiketteprobe, dann sage ich dir, wie die entsprechende Anrede ist. Dann muss der Spielleiter halt entscheiden, will ich das jetzt, will ich die Immersion unterbrechen mit dieser quasi, ja, diesem Sprung auf eine andere Ebene, wo man über Regeln diskutiert und würfelt, oder lasse ich es jetzt einfach laufen? Auch da sind ja die Leute unterschiedlich gepolt. Ich glaube, man kann da auch noch mal feine Abschnitte machen. Einmal das Würfeln der Etikettenprobe, dann noch mal darüber zu diskutieren, was ist denn das jetzt gerade für eine Probe oder ist das klar, was das jetzt für eine Probe sein soll und wer interpretiert die Probe und muss der Spielleiter mir das jetzt irgendwie sagen oder reicht es, wenn er mir den Hinweis, also nur den Begriff sagt und ich revidiere das oder muss er mir jetzt einen Vortrag davon halten, warum das so ist oder so. Ne? Also da gibt es halt feine Abstufungen und für den einen ist das oder für den anderen das halt nötig. Ne? Und wenn dein Spieler gerade das braucht für sein Lernen der Welt und so, dann gebe ich dem halt die Infos, die er braucht, wenn ich die selber weiß. Wenn ich sie selber nicht weiß, dann müssen wir beide zusammen nachgucken, aber es ist dann Das auch war nicht schlimm. übrigens, das Beispiel war übrigens auch ein super Beispiel für einen Aspekt, den in der letzten Immersionsfolge noch angesprochen werden wird, sage ich jetzt mal. Die Diskrepanz zwischen oder einem wandelnden Aventurien-Lexikon und einem Aventurien-Neuling, die zusammen am Spieltisch sitzen. Diese Diskrepanz wird dann plötzlich immersionsrelevant, wenn man eben diese Anrede sucht. Wandelnde Aventurien-Lexikon
Lexikon wird sich dann vielleicht rausgezogen fühlen aus dieser entsprechenden Szene, weil man da auf verschiedenen Wissensleveln irgendwie ist. Absolut, ja. Aber auch hier kann man dann wieder, wenn man das wahrnimmt als Spielleiter, also ich gehe jetzt mal davon aus, zwei Spieler agieren untereinander, also SpielerInnen agieren untereinander und reden sich gegenseitig an und dann passiert halt dieser Immersionsbruch. Ja, und da haben wir auf der einen Seite das Lexikon, auf der anderen Seite den Anfänger, der nichts weiß. Man sieht das ja meistens, also an der Reaktion oder so, irgendwie das ne, so ein bisschen unentspanntes Gesichtsausdruck oder sowas. Ne. Wenn ich das irgendwie bemerke, dass das gerade so der Fall ist, dass der eine sich rausgerissen fühlt oder im schlimmsten Falle beide, dann kann ich ja nach dieser Regelklarstellung oder nach dieser Fluff-Darstellung auch wieder dafür sorgen, dass man wieder einen Einstieg kriegt, einen einfachen. Genau wie er das am Anfang der Session halt auch macht. Ihr macht ja auch nicht irgendwie, und jetzt spielen wir los, fertig. So, sondern ne, irgendwie, dass man den Spielern irgendwie was, dass man wieder kurz zurückkommt. Irgendwie, ne, wir starten jetzt nicht irgendwie, als ob diese Regeldiskussion nicht gewesen wäre, sondern ich erzähle nochmal genau, wie die Situation war und dann fühlt sich jeder wieder rein und dann zack, kann man ja auch wieder schnell wieder reingehen in die Szene. In dem Gespräch, was er gerade führt, steckt auch noch aus meiner Sicht noch eine andere Sache, die Immersion massiv fördert. Also wir haben es jetzt mehrfach gesagt, dass wir davon fest überzeugt, dass das eine der mächtigsten Immersionsmittel überhaupt ist, nämlich der Dialog. Also es klingt jetzt simpel, ist aber so. Ja, also in dem Moment, du hast zwei Spieler, die kommen jetzt ins Gespräch. Und in dem Moment kommen die zwei mindestens und wahrscheinlich auch die Zuhörer in die Welt rein, weil sie handeln, also sie reden in der Welt miteinander, nicht mehr als Spieler, sondern als Charaktere. Und das erzeugt massiv. Es gibt ganze Rollenspielarten, die nur im Dialog passieren. Und das erzeugt eine massive Immersion. Ja. Ja. Und gerade dieser Bruch, von dem wir gerade geredet haben, mit dem Lexikon und dem Nixwisser, der macht es ja sehr deutlich. Wenn die dann nicht mehr in derselben Welt sich plötzlich befinden, dann ist auch die Immersion, die aufgebaut wurde, plötzlich weg. Ja. Das habe ich, glaube ich, unter irgendeiner meiner letzten Rollenspielrunden hat jemand das kommentiert und hat irgendwie gesagt, ich habe das gerade neu entdeckt, was ihr hier macht. Ich finde das gerade sehr merkwürdig, wie ihr spielt. Ihr redet von eurem Charakter in der dritten Person. Und das war eine der Runden, die ich für mich persönlich am allerimmersivsten wahrgenommen habe. Und dann kommt jemand und sagt irgendwie, das könnte ich so nicht. Und dann, ne, also das zeigt ja schon irgendwie, wie steht ihr denn dazu irgendwie? Weil du sagtest ja gerade, Marot, ne, mit dem miteinander reden und dann ich, ne, irgendwie so in Charakter sein, ne? Wie handhabt ihr das irgendwie? Alles aus der eigenen Perspektive oder kann ein Spieler die eigene Perspektive auch mal verlassen und quasi den Schulterblick einnehmen und die dritte Person wählen? Ich wollte mich jetzt outen. Ich wollte mich outen. Ich hätte jetzt auch gesagt, das gehört für mich irgendwie so zum Basis-Standard-Kasten Atmosphäre, Immersion erzeugen, dass man von sich selbst in der ersten Person Singular spricht. Aber ich bin auch der, oder ich kenne, ich meine, es gibt einige gute, ja, wenn man so will, dramaturgische Tipps und Tricks, wo man auch mal aus dieser Perspektive ausbrechen kann, sich seinen Charakter mal von hinten irgendwie, wie hast du gesagt, von hinter der Schulter. Schulterblick, ja, wie man das im Computerspiel meistens anguckt. Aber ansonsten wäre ich eben oft auf dem Standpunkt gewesen, wie gerade Marot, dass es sehr wichtig ist, dass man versucht, in diese Rolle reinzuschlüpfen und sei es jetzt dadurch, dass man eben von sich selbst in der ersten Person spricht. Also ich finde das ganz interessant, weil eigentlich, ich würde es auch so sehen, wenn ich Perspektive benutze die ganze Zeit, bin ich für mich in der Figur. Das ist auf jeden Fall immersiver für mich. Jetzt ist die Frage, wahrscheinlich für die Mitspieler möglicherweise auch, könnte man diskutieren, aber ich habe mir in letzter Zeit angewöhnt, aus der Schulterperspektive, also aus der dritten Person zu sprechen, meine Figuren, und das hat aber mit den Aufnahmen zu tun. Also da beißen sich Aufnahmen und
eigenes Immersionswollen ein bisschen, weil gerade wenn ich ohne Video aufnehme und ein Rollenhörspiel mache, dann möchte ich ja, dass die Zuhörer auch in die Immersion kommen. Und für die ist es gerne mal wichtig, dass ich mal die Figur, den Namen meiner Figur sage, dass ich sage, wer ich bin, dass ich beschreibe, was meine Figur gerade macht, weil die können das vielleicht nicht so gut unterscheiden. Also das sind so zwei Ebenen tatsächlich, wo man dann abwägen muss, was ist hier wichtiger gerade. Ja. Da sind wir dann auch wieder bei Rollenspiel online und Rollenspiel am Tisch, ne? Weil das ist, glaube ich, da an der Stelle auch nochmal, und dann halt noch Livestreaming oder Aufnahme von Podcast, ne? Dann, ja. Also wenn ihr dann irgendwo eine Rollenspielrunde hört, wo das mit der dritten Person ist, seid nicht sofort abwehrend, sondern das ist halt vielleicht eine Methodik, um andere Dinge zu machen, ja. Wie ist das bei dir? Beziehungsweise habe ich Verständnis dafür, wenn die Gruppe sich anders entschieden hat, weil das wäre mein Ding. Ich bespreche es einfach mit der Gruppe. Ich habe jetzt gemerkt, einer macht es so, einer macht es so. Wollen wir uns auf eines einigen? Braucht ihr beide den unterschiedlichen Teil? Könnt ihr mit dem jeweiligen unterschiedlichen Perspektive des anderen leben? Macht es eure Immersion nicht kaputt? Wo finden wir irgendwo einen Common Ground? Kann ja wirklich sein, dass jemand sagt, ich kann jetzt diese Dragons Conquer America Schlachthaus Sandbox kann ich nicht in der ersten Person bespielen. Das geht mir einfach zu nah. Da rieche ich das Blut. Das will ich nicht. Kann ja sein. Ja. Oder man schaut nochmal genau, was damit bezweckt werden soll, ne? Irgendwie, so also die dritte Person kann halt auch ganz hilfreich sein, um halt auch Dinge zu beschreiben, die der eigene Charakter vielleicht gar nicht machen oder ausdrücken möchte. Ne? Also ich selber habe ein anderes Bild von mir als das, was andere von mir wahrnehmen meistens. Und wenn ich diese Perspektive verlasse und dann irgendwie den anderen MitspielerInnen beschreibe, ihr seht Folgendes, so, ne, dann sage ich ja nicht, ich bin so und so, ne? Sondern ihr nehmt wahr, also das ist halt auch schon, ne, irgendwie, das, Cesare genau, das, sieht so und so aus, ne. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wenn sich jetzt Charaktere im Rollenspiel irgendwie kennenlernen, dann ich nehme jetzt mal die Rolle des Spielleiters ein, möchte ich mich bei der Beschreibung des anderen Spielercharakters eigentlich eher zurückhalten. Ja, dann würde ich jetzt zum Beispiel eher das Wort an den Spielercharakter geben, beschreib dich doch mal bitte selber. Und dann muss er ja quasi in die dritte Person irgendwie schlüpfen. Aber das ist irgendwie Sache, die ich, glaube ich, ungerne dann als Spielleiter übernehmen würde. Also das wäre, glaube ich, so ein Paradebeispiel dafür, dass man diese erste Person mal verlässt. Ja, oder man. Koali und ich nehmen da genau den gleichen Kniff. Wir sagen immer, was sieht denn dein Gegenüber, wenn er dich erblickt? Das habe ich bei dir gelernt. Ja, also das ist halt die man verlässt dann halt, dann müsstest du quasi den Charakter des anderen gerade spielen. Dann musst du irgendwie sagen, irgendwie das ist dann wieder weird. Aber ich finde zum Beispiel bei Dialogen finde ich das halt auch merkwürdig, wenn jemand sagt, Cesare sagt jetzt das und das oder sowas, ne? Oder Alrik antwortet das und das. Das muss nicht aus der Immersion rausreißen, kann es aber irgendwie, weil das für mich in dem Augenblick wahrscheinlich keinen Mehrwert an der Stelle hat. Sondern, ne? Also, wenn man es ein bisschen, man kann es einleiten, ich rufe euch auf zum Kampf oder so. Ne? Dann muss ich auch nicht mal laut sprechen. Aber man könnte es laut machen, um es nochmal zu unterdrücken, nicht zu unterdrücken, dazu. Mir fehlen die Worte. Ihr wisst, was ich meine. Ja, zu unterstützen. Es wirkt nicht so immersiv. Sind wir ehrlich. Da man hat begrenzte Mittel an Laut und Leise, die man übers Mikrofon transportieren kann. Aber man kann die Stimme ja ein bisschen erheben, um diese Illusion oder Immersion zu erschaffen, was am Tisch natürlich wieder wesentlich besser geht. Sind wir wieder dabei, dass dem einen das einfach fällt, dem anderen nicht, ne? Irgendwie, wenn ihr, keine Ahnung, in eurem Kinderzimmer, wenn ihr noch jünger seid, irgendwie da draußen spielt ihr mit euren Freundinnen und Freunden Rollenspiel und dann wollt ihr nicht unbedingt rumbrüllen. Oder halt als Erwachsene vielleicht und die Nachbarn stören, irgendwie nachts um zwei oder so. Für Rondra oder so, ja. Eine offene Frage nochmal in die Runde. Also ich hätte jetzt so aus dem Bauch heraus hätte ich jetzt behauptet, dass es also wenn das Ziel jetzt lautet, ein möglichst immersives Rollenspielerlebnis zu erzeugen, dass es diesem Ziel nicht zugute kommt, wenn man jetzt sagt, Alrik macht dieses und jenes oder irgendwer anderes tut dieses und jenes. Weil mein Gedanke war, oder das wäre die Frage, die ich dann jetzt in die Runde zurückspielen würde, ist es dann überhaupt möglich, all diese verschiedenen
Immersionsebenen zu bedienen. Also wie stark ist jetzt noch Immersion into Activity oder Immersion into Character zum Beispiel möglich? Also wird es nicht gehindert dadurch, dass man dann plötzlich die dritte Person einnimmt? Also offene Frage. Ich glaube, wenn es plötzlich kommt, kann es nicht verhindert werden, ja. Also wenn man das vorher so abgesprochen hat, dann ist das, glaube ich, egal. Aber wenn es halt plötzlich irgendwo aus dem Zusammenhang rausgerissen passiert, dann ja, würde ich zustimmen. Also ich glaube, die dritte Person ist nicht so schlimm. Wäre jetzt meine These, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, weil wir sie so sehr aus Romanen und aus was ich alles kennen, sie ist uns so vertraut, dass ich glaube, dass sie unser Hörgefühl nicht so sehr stört, selbst wenn wir dann doch das Gefühl hatten, oh, eigentlich wäre jetzt die Ich-Person hier sinnvoller. Aber also aus meiner Erfahrung, mich hat sie noch nie rausgerissen. Was mich rausreißt zum Vergleich, ist das berühmte Mann oder Würde, vor allem das Würde. Also wenn jetzt jemand sagt, mein Charakter würde dann die Tür öffnen. Also mein Charakter öffnet die Tür und mein Charakter würde die Tür öffnen. Da sieht man mal den schönen Vergleich. Ich finde das erste nicht so massiv immersionsstörend und das zweite aber wirklich extrem. Ja. Ich habe als Spielleiter ein tierisches Problem mit vielleicht. Ich weiß nicht, ob das da auch hin zählt. Das, wenn ihr meine Rollenspielrunden hört, dann wisst ihr das vielleicht. Also vielleicht, ne? Weil ich Probleme damit habe, irgendwie anderen vorzuschreiben, wie was ist und so. Und wenn man, deswegen streue ich dieses vielleicht immer ein, damit das Gegenüber immer noch eine Möglichkeit hat, einzugreifen. Aber es sehe ich auch, dass es irgendwie in diese Kategorie fallen könnte, ja. Die zwei super Beispiele von zwei erfahrenen SLs, die ihre unterschiedlichen Triggerpunkte haben, die sagen, das ist für mich der Immersionskiller, also eine sehr subjektive Sache. Deswegen sprecht es ab, beziehungsweise, wenn euch sowas auffällt, nicht sofort dann reinhauen, sondern hinterher lasst uns mal drüber reden. Ich habe jetzt heute gehört, 12-mal vielleicht, 3-mal würde. Ist mir übrigens Marot auch sehr oft aufgefallen bei Runden, denen ich zugehört habe, wo ich mir dachte, würdet ihr spielen oder spielt ihr? Naja, gut. Ja, aber es ist wieder, wie jemand persönlich gestrickt ist. Deswegen, unser Mittel des Spiels ist ja die Kommunikation. Macht es nur nicht nur beim Spielen, sondern auch vorher und nachher. Und dann steht eurer Immersion, glaube ich, nichts im Wege, welcher Welt ihr auch immer spielt, vorzugsweise natürlich in Aventurien. Ja, sollen wir mal ein kurzes Wrap-up machen? Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt zwei große Runden über Immersion gedreht, können wir da nochmal eine Essenz draus ziehen? Für Leute, die sagen, ihr habt jetzt in Summe 1,5 Stunden oder länger gequatscht, ich konnte mir das gar nicht alles merken. Wir hatten jetzt heute am Anfang der Session ja, okay, ist Licht, Gerüche, Geräusche, Musik gehören auf jeden Fall mit dabei. Jetzt zum Schluss sehr tief mit hinein, na, erste Person, dritte Person, aber einigt euch bitte auf was. Was wäre für jeden von euch so, sagen wir mal, die Top 3 der Immersionen, die er am liebsten einsetzt? Wäre es nicht, die absolutiert werden, aber für euch persönlich subjektiv am wertvollsten sind? Darf ich anfangen? Ich möchte eigentlich nur 2 Punkte sagen. Ich glaube, dass es extrem förderlich ist für das gemeinsame Rollenspielerlebnis, wenn man das mal reflektiert hat, ja, was Immersion ist und was man damit so machen kann und was das so bedeutet und wie das einem so weiterhelfen kann. Ich glaube, das ist das A und O, ja, dass man sich, also es ist, glaube ich, gut für jeden Rollenspieler, wenn er sich damit mal beschäftigt hat. Und ich glaube, für Einsteiger in das Hobby ist es vielleicht nicht ein Begriff, der jetzt sofort jedem sich irgendwie aufdrängt, ja. Von daher glaube ich, ist gut, dass man etwas Ähnliches, wie wir das jetzt hier gemacht haben, das mal intensiv zu reflektieren, ist, glaube ich, förderlich. Und zweitens, einen ganz wichtigen, aus meiner Sicht, Praxistipp, nicht nur für Spielleiter, sondern auch für Spieler, nicht nur online, sondern auch am Tisch vormachen. Also wenn man irgendwie etwas erzeugen will oder wenn man andere gerne davon überzeugen möchte, wie Rollenspiel schön sein kann und gelingen kann, dann spiele es am besten vor, ja, und nicht elendig lange darüber diskutieren, wie soll das jetzt sein und wie ist das optimal und wie kann das jetzt hier laufen. Also das kann man auch machen, aber ich versuche, andere Leute zu überzeugen, indem man immersives Spiel möglichst gut irgendwie vorführt. Leute mitnehmen, abholen.
Ich denke, das ist ein guter Punkt. Und da wir ja in einer Zeit leben inzwischen, die es so viele Rollenspielrunden auch zu konsumieren gibt, wie andere Leute spielen, kann ich euch doch da nur mal ans Herz legen, hört mal in Podcasts rein und schaut mal in andere Rollenspielrunden rein, auch vielleicht auch welche, die euch ersten Augenblick nichts sagen. Und klaut. Schaut euch Verhaltensweisen, schaut euch Sachen, die ihr mögt, wo ihr sagt, wow, sowas habe ich noch nie gemacht oder so. Versucht das einfach mal zu klauen, nicht zu hundertprozentig zu kopieren, sondern euch das für euer eigenes Spiel irgendwie anzueignen, damit ihr so ein Repertoire entwickelt, irgendwie mit Bauklötzen, die ihr für immersive Situationen halt benutzen könnt. Legt euch dann so ein Arsenal an. Und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, ich lebe ganz gut damit, dass man quasi im Kopf ein Buch schreibt. Also so spiele ich. Es läuft ein Buch oder ein Film hinter meiner sehr hohen Stirn ab. Mir fehlen auch oft die Worte, aber ich versuche halt irgendwie das, was da abläuft, irgendwie nach draußen zu transportieren. Und meistens habe noch nie das Feedback bekommen, dass das holt mich überhaupt nicht ab, was du da machst. Vor allen Dingen auch, weil ich anderen halt die Möglichkeit gebe, diesen Film zu verändern, der in meinem Kopf läuft. Und das ist, glaube ich, auch noch eine große Sache. Gemeinsam Immersion schaffen, haben wir ja gesagt. Das funktioniert aber auch nur dann, wenn ihr dem anderen halt auch die Möglichkeit gebt, in eure Welt einzugreifen und da Dinge zu machen und selber zu beschreiben. Habt den Mut, dass Spielern auch in die Hand zu drücken oder SpielerInnen, die können das auch. Und ihr könnt gemeinsam eine tolle Geschichte erzählen. Ich würde auch gerne noch mal zwei Sachen. Also wir haben ja jetzt schön einige interessante Themen gehabt. Atmosphäre ist super wichtig, Darstellung und Beschreibung ist super wichtig. Keine Frage, der Dialog macht unglaublich viel. Und wir hatten leider nur ganz kurz angesprochen, die Sache mit den Regeln, das große Thema mit den Regeln. Das will ich jetzt auch gar nicht ausweiten, aber das ist auch eins meiner ganz großen Themen, wo ich sage, wo ganz viel Immersion oft flöten geht, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass wir immersiv spielen wollen. Wer das nicht will, muss das ja nicht, ne? Aber wenn man immersiv spielen will, und ein Thema ist da, wie kriege ich es hin, dass die Regeln uns nicht im Weg stehen? Und leider haben wir das jetzt, kann man nicht dazu darüber intensiv zu reden, deswegen spreche ich es kurz an. Mein Ansatz ist, sie soweit es geht zu verstecken. Also sie im Hintergrund irgendwie ablaufen lassen, über die visuelle Ebene zum Beispiel. Ich kann mit Karten, wie Quali das macht, mit Karten arbeiten, dass wir nur die Karten sehen und dann quasi die dann auswerten und beschreiben, was passiert. Und dadurch ist diese Diskussion über die Regeln schon mal weg aus dem Spiel. Oder bei mir, so wie ich es halt mache, ist, dass nur der Spielleiter würfelt und interpretiert im Hintergrund dann, was eigentlich jetzt die Regeln her tun. Und da kommen wir dann zu einem ganz entscheidenden Thema. Je weniger ich aussteigen muss in der Spielrunde, also natürlich kann man Pausen machen, aber je weniger ich ungeplant aus der Spielrunde aussteigen muss, zwischendrin, umso immersiver kann die Runde werden. Kurz ein praktisches Beispiel würde ich da ganz kurz, weil ich finde das wichtig. Keine Ahnung, ich spiele DSA 5. Ist jetzt nur ein persönlicher Ansatz. Ihr müsst es nicht so machen, aber ne? Ihr habt Proben, die in den Regeln stehen, die für bestimmte Situationen sinnvoll sind. Dann würfelt ihr als Spieler dann eure Probe, wenn ihr denkt, dass es gerade nötig ist. Auch unaufgefordert vom Spielleiter. Wenn das denn, aber ihr sagt dazu nichts. Ihr würfelt eure Probe, ihr wisst selber, wie euer Charakter funktioniert, wie die Probe funktioniert, und ihr interpretiert euren Probewurf und macht sofort daraus das, wofür ihr die Probe gemacht habt. Und andersrum als Spielleiter habt ihr ebenfalls drei Würfel auf der Hand und es hindert euch auch niemand daran, für jemand anderen mal eine Probe zu würfeln. Und damit der nicht aussteigen muss. Also damit dieser Satz mit Würfel mal auf wegfällt. Das fordert natürlich irgendwie ein gegenseitiges Vertrauen, aber man probiert es mal aus. Wenn es nichts für euch ist, dann ist es Es nichts. ist ungewohnt. Es ist sehr ungewohnt, gerade am Anfang, aber es ist etwas, was die Pausen nimmt und dadurch Geschwindigkeit schafft und dadurch Immersion. Und das kann sehr gut funktionieren. Und das Zweite, was ich noch ganz knapp sagen wollte, da einfach nochmal, es ist jetzt mehrfach gesagt worden, aber ich kann es einfach nicht oft genug sagen, es ist ein Teamspiel. Nur wenn alle im Boot sind und nur wenn alle das wollen,
Nur dann wird immersiv gespielt. Ja, und wenn da einer nicht mit kann, wenn da einer aus dem Raum muss, weil es ihm zu gruselig ist, dann ist es dann halt auch so. Ja, aber also man muss es auch gemeinsam machen. Nur gemeinsam kannst du Immersion schaffen. Es ist nicht einer, der das jetzt leisten muss oder so. Ich glaube, es drängt sich eine Folge über Regeln und die Einsatz am Spieltisch aus. Weil ich glaube, man kann auch eine Lanze für Würfelwürfe brechen. Manchmal können die auch sozusagen Momentum erzeugen, Tempo erzeugen, dramaturgisch eingesetzt werden. Ich glaube, es lohnt sich, das von beiden Seiten nochmal dezidiert zu ziehen. Definitiv, ja. Definitiv, ja. Also ist alles kein Muss, ne? Also es ist nur für die eine Spielweise, die ich vielleicht mal propagieren wollen würde, dass man die mal ausprobiert, ne? Mischkaffee. Ja, ist natürlich jetzt schwer, jetzt noch irgendwo Punkte zu finden, weil ihr eigentlich schon alles gesagt habt. Ich würde nochmal auf die Basics zurückkehren. Wenn ihr als Gruppe immersiv spielen wollt und man als SL vorlegen möchte, versucht mal diese Beschreibung von Hauptwörtern mit Adjektiven zu etablieren, dass die Spieler das vielleicht merken, dass man das so tut und übernehmen. Gucken, wie das für euch ist, ganz klar. Wenn ihr merkt, nee, das ist mir dann zu Goethe oder so, was auch immer, nicht euer Stil, dann macht's halt einfach nicht. Und ja, ansonsten aber kann ich nur wieder wiederholen, was der Marat gesagt hat, es ist das Teamspiel. Es gibt nicht der einen, der gewinnt und der andere, der verliert. Es wird nur wirklich gut, wenn ihr alle das Gleiche wollt und euch auch bewusst seid, dass ihr alle das Gleiche wollt. Sprich, wenn ihr vorher und auch nachher drüber gesprochen habt, ist das, was haben wir vor und hinterher auch nachprüfen, ist das das, was wir gewollt haben oder müssen wir nachjustieren? Und wenn ihr mal eurem Chef davon erzählt, könnt ihr sagen, ihr habt Erfahrung in der agilen Welt, in der Projektleitertechnik. Weil genauso läuft es da auch. Gut, ich denke, es ist schon wieder angenehm schnell die Zeit vergangen und deswegen mache ich jetzt hier mal einen Hardcut. Nochmal vielen Dank an unseren Gast mit Talker heute, an den Marot. Sehr was gern. Auch nicht heißt, dass es das letzte Mal sein war, auch wenn jetzt das dein Hauptgebiet ist. Man weiß mal, für was du dich sonst noch interessierst. Natürlich danke an Emil Biruki und Koali. Und ich würde sagen, dir danke fürs Zuhören. Gib uns in irgendeiner Form Feedback, wenn du es möchtest. Hat dir das gefallen? Zu lang? Zu kurz? Zu ausführlich? Hättest du gern mehr wissenschaftlich? Wie auch immer, weil auch wir leben und adaptieren uns nur durch Feedback. Dann bis zum nächsten Mal bei Neuwischen Aventurien. Macht's gut. Ciao. Tschüss.